meine liebe Heike habe ich kennengelernt, wie ich mit meinem Mofa durch Bürglein gefahren bin. War da links so eine langgezogene Mauer und ich fahre durch die Ortschaft und schaue so rüber und denke mir, tja, die ist ja hübsch, ne? Dann habe ich mir wegen kundig gemacht. Ich wäre normal nie zum Tanzkurs gegangen. Auf Litzki und Tanzen, ne? Hat es noch nie gegeben. Ich bin dann zum Tanzkurs, habe davor mal einen Moped-Unfall gehabt, die ganze Seite offen, hat ein wenig komisch ausgeschaut. Und dann ist es halt losgegangen. Ne? Und so sind wir eigentlich zusammengekommen mit 15 Jahren. Mit 16 haben wir sie kennengelernt. Also angefangen haben wir eigentlich im Hof bei uns, vor dem Mietshaus. Da hat er sich einen Platz betoniert und eine Hebebühne draufgestellt. Meine Eltern haben das Mietshaus gehabt und einen Getränkemarkt nebenbei. Ja, dann haben nachts geschneit und ich habe unbedingt einen Kumpel einen Gefallen gemacht. Dann habe ich also so einen Renault 5 gehabt. Da habe ich dann außen das Hoflicht angemacht, habe mich drunter gelegt, Wagenheber und so habe ich das Getriebe ausgebaut. Nebenbei hat es dann geschneit, war schon ziemlich kalt, also war schon frostig. Ja, und da hat er angefangen. Bis nachts um 2 manchmal noch länger. Ja, und dann hat er halt die Autos repariert da draußen. Dann hat sich deswegen so ergeben, dass einer nach dem anderen gekommen und also, Mensch, du mach doch mal ein Auto, du bist doch Schlosser und so. Im ersten Lehrjahr, gell? Und bis ich mich verschaut habe, waren wir ein Master, 2, 3 Gesellen und ein Stift in 2 Hebebühnen in Schichtbetrieb. Und so haben wir eigentlich die Werkstatt damals aufgebaut. Irgendwann hat die Gemeinde mich angesprochen, Mensch, du schraubst doch da die ganze Zeit, da hat sich schon ein Autohändler beschwert. Naja, dann bin ich halt hergegangen, habe 1987 mein Gewerbe angemeldet, als Gebrauchtwagenhandel, so wegen. Naja, und dann hat es nicht lange gedauert, dann habe ich es ummelden müssen, ne, weil es immer mehr geworden ist. Aber irgendwann war dann so viel los, ne, da haben wir gesagt, gut, jetzt trauen wir sich selber. Und es war dann bestimmt 1990 oder so, bis ich dann aufgehört habe zu arbeiten. Aber eigentlich nur mit dem Thomas zusammen sein wollen. Aber nie halt so Werkstatt und Büro, da habe ich mich eigentlich immer davon gedrückt. Ich habe auch lange gearbeitet in der Fabrik. Aber dann irgendwann geht es halt dann immer anders. Ne? Dann habe ich in den sauren Apfel beißen müssen, Büroarbeit lernen. Und jetzt macht man es eigentlich gern. Man, das ist so bloß so nebenbei ein wenig. Aber wie er dann die alte Werkstatt umgebaut hat und hinten das als Büro gemacht hat, ja, dann ist ernst geworden. Ja. Haben wir früher mal eine Autovertretung gehabt. Ist einer gekommen, so ein Vertreterler aus Malaysia. Der hat dann gesagt, Mensch du, wir haben da günstige Autos. Wir haben ja lauter alte Autos gehabt in der Kundschaft, die wo schon wirklich am Hund waren, ne, kann man sagen. Ich habe das Auto noch nie gesehen gehabt. Bloß gesagt, gut, Prospekt, schaut gut aus. Mitsubishi Lizenzbau, Brodern. Okay, mache ich, ne. Also her mit der Vertretung. Haben wir ein Riesen-Event gemacht, 2000 Mann Bierzelt aufgestellt. Dann haben wir einen Brodern-Club gegründet mit lauter Freunde, Bekannte, Kumpel. Was haben wir Mitglieder gehabt? 60 Mitglieder, ja, sowas. Familien, ältere Leute, Junge. Dann haben wir das Festle gemacht mit 3 Autos, wo wir vor Händler geholt haben. Die Leute waren sehr begeistert von dem Auto. Und dann waren die praktisch am Montag früh eine Woche lang die Leute da gestanden. Wir haben vielleicht 40 Auto verkauft. Die haben nicht gefragt, wie ist der verarbeitet, wie ist der so. Die haben einfach uns kennt. Die haben gesagt, Mensch, Thomas, passt das Auto? Ja, passt, das kannst du kaufen. 6 Jahre Garantie, echt super. Und so haben wir dann innerhalb von 1,5 Jahren 200 Autos verkauft. Wir haben Dettelsa übersät mit der Brodanz. Boah, Zufall eigentlich, ne, mit dem Vertreter. Und es hat was, ne, die Autos, die fahren heute noch ein paar und die sind echt spitze, ne. Und so bin ich ein paar Mal nach Malaysia gekommen, da haben wir schon einiges mitgemacht, natürlich mit der Heike, da haben wir ein paar schöne Urlaube auch gehabt. Hätte ja gar nicht gedacht, dass das so einschlägt, die Autos, hat er doch viel verkauft von denen. Naja, und dann hat es halt nicht lang gedauert, dann wurde die Heike schwanger, wie das so ist, ne. Ich kann nicht schwanger sein. Bauchschmerzen. Und dann ist der erste gekommen, ratzfatz, waren es alle 3 da, wie es halt so ist. War Fasching. Ich habe dann einen Fernsehumlauf in mein Regal und dann habe ich da Fasching geschaut. Die Heike ist mit ihren Freundinnen fortgegangen. Da
Dann habe ich ihn an den Decken in so einer Schaukel drin gehabt. Den habe ich immer wieder umgeschubst. Der Daniel, der war neben einem Kompressor gelegen, im Buggy drin, hat geschlafen, obwohl das der Kompressor angegangen ist. Und der Dominik, naja, der ist dann immer drin herumgesaust mit seinem Gehfrei, ne? Ja, und ich habe halt nebenbei auch noch gemacht. So sind die halt groß geworden, ne? Ich denke, das haben die schon, ja, im Blut angehabt, ne? Schon die Abgase, was die als kleine eingeschnauft haben. Irgendwo, ich denke, das infiziert dich dann irgendwann, ne? Vor den Autos war es eigentlich so, dass wir ja früher als Jugendliche viel Skateboard gefahren sind. Daher kennt man auch die meisten Chaoten noch, die eigentlich alle da sind, sage ich jetzt mal noch von früher. Den Klaus kenne ich eigentlich schon ziemlich lange. Ich habe mit 15 oder was das Skateboardfahren angefangen, dann bin ich vielleicht ein paar Monate gefahren. Er hat dann auch Skateboardfahren angefangen und ist eigentlich sauschnell, sau gut geworden, weil war beim Klaus schon immer so, was er angefasst hat. Dann hat er sich reingesteigert und sein ganzes Herzblut reingesteckt. Da haben wir früher immer die Türen aufgehalten. Einer hat geguckt, dass keiner kommt. Und dann sind wir halt immer durch die Gewerbebank gefahren mit dem Skateboard und dann die Stufen runtergesprungen. Na gut, wir waren halt immer ganz wild unterwegs. Hat einfach Spaß gemacht, mega. Wir haben halt immer maßlos übertrieben, warum auch immer. Keine Ahnung, kann man nicht nachvollziehen. War halt einfach irgendwie der Spaß halt und auch, ich denke mal, vielleicht damals auch so die Anerkennung, dass man halt einfach irgendwie was da schon irgendwie geschafft hat. Yeah. Sie waren ja überall eigentlich. Wir haben uns vom Thomas ein Auto geschnappt, sind dann nach München gefahren in die Skatehallen mit den ganzen Kumpels, war schon eine coole Zeit. Haben bei irgendwelchen Events einfach mitgemacht. Wollte halt immer eigentlich so auch mit der Beste sein. Das war auch wegen der Anreiz halt einfach und da hat man sich immer gegenseitig aufgestichelt. Dass halt einfach immer noch mehr geht und immer noch höher fliegen und immer noch weiter fliegen und ja. Fünf Jahre, sechs Jahre später hat er dann auch seinen Arzt gesagt, er soll da bitte aufhören, weil natürlich seine Gelenke auch ziemlich weit vorne waren, also dementsprechend kaputt. Wir waren früher immer am Basketballplatz, das war früher der Treffpunkt im Kampf, also für meine Generation. Irgendwann kamen dann die Jüngeren nach und da war der Dani dabei und der war dann schwer am Zocken. Ich sag mal so, so am Ende seiner Schulzeit gab es nichts anderes außer Basketball. Und dann irgendwann war er in der Werkstatt und dann war er nicht mehr am Zocken. Wir haben ja auch gleich neben der Werkstatt gewohnt und da hast du dann doch viel mitbekommen. Irgendwann hast du angefangen zu schrauben. Eigentlich immer nach der Schule gleich eigentlich in die Werkstatt, irgendwas geschraubt, irgendwas gebastelt. Ja, es hat mit Pocketbike angefangen, über Vollcross, über Roller, dann zum Auto. Der Dominik war eh immer schon so verrückt. Der hat als kleines Kind die Autos schon zusammengeschraubt, hat die verkauft ins Ausland. Mein Proton damals, ich hatte auch einen, ja, da war dann irgendwann die Kopfdichtung kaputt. Dann haben wir gesagt, okay, es gibt noch einen Motor, der liegt da noch rum. Dann wurde der gewechselt und der Domi hat es übernommen. Und dann wurde da über Nacht mal schnell der Motor rausgebaut und neue rein. Und am nächsten Tag eigentlich nur noch Leitungen und Kabel angeschlossen und dann lief die Karre wieder. Da habe ich schon erst nicht geschaut, wo ich am nächsten Tag komme, bin der Motor hin drin. Also das war wirklich, das war so. Roller. Ja, ich hatte dann auch einen Roller. Bei mir eher das Fahrrad. Eingestiegen damals ist der Klaus mit Roller, aber auch da schon groß aufgezogen mit Scooter-Meeting, damals in Neuendettelsau.
Dann waren wir mal auf so einem Scooter-Meeting irgendwo bei Regensburg. Ja, so wie so ein Viertelmeilerrennen, nur für Arme halt. Die Jungs sagt, Mensch, komm, das machen wir jetzt auch, ne? Dann habe ich gesagt, ja, wie machen wir jetzt auch? Dann hat er gesagt, ja, sie wollen ein Scooter-Meeting machen. Also gut. Und dann ist er losgegangen. Gemeinderat, erst genehmigt gehabt, dann die Polizei gekommen, Bedenken angemeldet. Das muss alles abgesichert sein. Die muss halt mit ihren Töpfen da gefahren sind. Bauzaun in eBay ersteigert, das wie heute noch. Und dann ist losgegangen. Die haben alle Straßen abgesperrt, alles kontrolliert. Wie das dann so weit war, und ich hab, Mann, Mensch, nein. Gibt's nicht, ne? Jetzt kassieren sie es ein. Dann haben wir nochmal Mail rausgelassen. Also kommt bitte mit Hänger, nicht pressiert, wie sie es so gehört. Und dann ist das Event dann losgegangen. Der Vater hat das Treffen mit organisiert. Jeder hat halt zusammengeholfen. Also es war wie eine große Familie. Also auch Kumpels, Freunde, jeder hat mir dazu geholfen. Das Rote Kreuz hat uns geholfen, ne? Die haben da dann den Sanitätsdienst gemacht. Polizeistand haben wir aufgebaut sogar. Die haben sich da mit den Jugendlichen ein wenig unterhalten. Klaus war da immer der Verrückte. Er hat auch hier irgendwelche anderen Zylinderköpfe gießen lassen extra für den Roller. Und also wir hatten, glaube ich, am Ende irgendwo schon so 25, 26 PS auf dem Hinterrad. Wahnsinn. Da konnte man immer Gas geben und das Ding ist schon gestiegen, ne? Auch schon mit Prüfstandsabstimmung und so, das war echt witzig eigentlich. War echt eine ziemlich geile Zeit eigentlich. Sind auch nachts einfach mal mit dem Roller irgendwie durchs Kraft gedüst. Muss auch einfach mal sein mit dem ewig lauten Auspuff. Das war schon cool damals, ne? Also das war eigentlich auch schon so mit die Anfänge, so das ist Scooter-Tuning und sowas. Oh shit, krass. Da waren wir ja immer früher zum Schrauben halt, ne? Hier. Und da haben wir die ganzen Poster aufgehängt, das waren ja früher die Teamzeitschriften. Da ist ja bestimmt noch irgendwie ein Datum drauf. Ja. Müssen wir gucken. Ich bin verrückt auf jeden Fall, ne? Ach, voll jetzt dunkle Loch. Ja, 2006. Ja, 13 Jahre. Krass, ey. Aber was fällt dir auf? Das sind alles BMWs. Aber ich hätte mal gesagt, der Kalender war von Wolfi. Dann hat bestimmt der Wolfi aufgehangen. Ja, hier ist sogar 2005 sogar drauf. Also noch länger. Habe ich schon gut getippt. Also ich hab gestern schon gerätselt, aber es sind schon so 14, 15 Jahre auf jeden Fall haben wir jetzt die Halle hier schon. Das ist echt krass, wenn man mal überlegt. Da hätten wir uns auch eine eigene Halle bauen können für das Geld, was die Miete gekostet hat. Was eigentlich viel interessanter ist, das wird so ein Projekt, keine Ahnung, ob das überhaupt noch mal was werden würde. Das ist mein erstes Auto eigentlich, ne? Also das steht hier noch. War so eine Finanzierung von meiner Mutter und mir irgendwie, also ich hätte das eigentlich immer zahlen sollen. Hab natürlich in der Ausbildung irgendwann dann halt das auch nicht mehr jeden Monat bezahlt, wie es gehört. Und hat es meine Mutter einfach weiter bezahlt. Deswegen hatte ich das mit der zusammen, das Auto. Ja, es ist immer noch da, es wurde mal angefangen. Ja. Und dann haben wir irgendwann angefangen vor der Heike. Die Autos tiefer zu legen. Meinen Brodon. Coupé. Zerlegt, dann breiter gemacht, Bremsen neu und jetzt steht er in der Halle und ist nicht fertig. Hier ist ein komplett umgebauter Motorblock mit Schmiedekolben, Pleuel, geänderter Kurbelwelle, erleichterte Riemenscheiben. Also eigentlich
richtig krass aufgebohrt, glaube ich, auf fast 2 Liter Hubraum von 1,8. Der gehört eigentlich hier rein. Aber irgendwie ist das dann über die Jahre nichts mehr geworden. Ja. Auf jeden Fall, der Motor ist noch gut. Ich komme also einmal im Jahr und drehe den einfach mal. Also da ist immer noch das Öl vor, keine Ahnung, 8 Jahren da drin oder so. Als ich 16, 17 war, da haben wir dann einfach von einem Sportauspuff die Auspuffblenden abgeflext und haben die auf den bearbeiteten Auspufftopf hier drauf geschweißt. Das ist echt der Wahnsinn, ey. So war das halt früher irgendwie noch, ne? Heute lacht man drüber. Ja, Wahnsinnsprojekt, steht leider immer noch rum. Aber auch keine Zeit mehr gehabt dann, wo das Ganze so richtig lief. Keine Ahnung, warum es nicht fertig gemacht worden ist. Da sind dann wahrscheinlich die BMWs dazwischen gekommen. Dann haben wir nur noch BMWs gefahren. Dann kam der E30 und dann war es eh vorbei. Anfangs gab es nur die kleine Werkstatt vorne unterm Hauptwohnhaus. Mit 2 Hebebühnen. Da haben wir dann angefangen und wir hatten auch nur noch so viel Technik. Das war früher auch noch nicht so alles. Ja, der Vater, der hat zuerst in dem Nebengebäude angefangen mit der Werkstatt. Und dann ist der Klaus dazugekommen. Ja, also am Anfang, wie der Klaus hat, der will da Schreiner machen oder Zimmerer. Da war er eigentlich schon ein wenig betroffen. Ne? Da war er dann schon ein wenig geknickt. Ein wenig. Aber so gut, wenn du das machen willst, magst du das. Ne? Das hat er ja Gott sei Dank keine Lehrstelle gefunden. Das war natürlich optimal. Ne? Dann ist der Daniel gekommen. Der ist dann aufgrund des Brodons zum Händlerkollegen, hätte er gesollt. Und dann sagt der Händlerkollege am Dorf, wo er dann antreten hat müssen, zur Lehre. Oh, tut mir leid, wir haben keinen Albert. Ich kann da nicht nehmen, ne? Na, so gut, Daniel, kommst zu mir. Wir haben so viel Arbeit, ne? Kannst bei mir auch die Lehre machen. Das war jetzt der Einzige, wo bei mir die Lehre gemacht hat. Ja, man sieht's, der übernimmt jetzt dann die Werkstatt, das passt, ne? Und dann haben wir den Getränkemarkt gekauft. Und dann ist das alles natürlich größer geworden. Ich kann mich noch erinnern, wo es ein Getränkemarkt war. Waren wir auch früher, ich mit meinen Eltern, auch früher einkaufen. Und dann, ja, war eine kurze Zeit dann geschlossen. Und ja, in der kurzen Zeit, sage ich mal so, ist dann auch viel umgebaut worden. Und dann ist ja die Firma Kfz Aulitzki da entstanden. Dann kam der Dominik noch dazu. Also es war mir eigentlich schon mit, keine Ahnung, 10, 12 klar, dass ich irgendwas mit Autos zu tun haben will. Ich wollte aber nicht bei meinem Vater lernen, weil man muss auch mal was anderes gesehen haben, nicht immer nur daheim. Ja, und dann bin ich zum Auto aus Braun, zum Wolfgang, habe mich da beworben. Der hat mich auch direkt genommen. Der hat auch gesehen, halt, er hat Bock da drauf, zu schrauben, was zu lernen. Ja, und dann habe ich da meine Ausbildung gemacht und bin dann 2014, da wo ich ausgelernt habe, da bin ich dann zu meinem Vater gewechselt. Nach der Lehre hat er gesagt, da war sein Lehrmeister, Dominik, komm mal rein, ich muss mit dir reden. Ich zahle dir das Doppelte an Zellengehalt, wenn du da bleibst. Dann hat Dominik gesagt, nee, ich will heim zu meinen Brüdern und zu meinem Papa. Und dann ist er wirklich heimgekommen, obwohl dass er da fast das Doppelte gekriegt hat, gell? Dann haben wir angefangen mit den Autos. Jeder hat ein eigenes Auto. So ein BMW, VW, Nissan. Ja, am Anfang haben wir ja noch die Protons gefahren. Meiner war dann der Proton GTI. Den haben wir dann komplett aufgebaut, der war Unfall. Mit Unfall instand gesetzt. Dann die Karosserie komplett gemacht. Also auch verbreitert, Felgen, Fahrwerk, Auspuff, alles Mögliche auch gemacht. Flügeltüren, was damals noch cool war. Der Alex war früher auch immer dabei, der Alex Bär. Mit seinem Nissan 200SX S14. Dann habe ich eben auch angefangen, mich mit Tuning zu befassen. Habe dann auch geguckt, was kann man kaufen. Mit dem Klaus beraten, der war dann beim ersten Auto beim Kaufgespräch auch dabei. Hat sich das Auto angeguckt, das war auch voll gut. Sind wir ewig weit gefahren, haben das Auto geholt. Jetzt habe ich immer noch das Auto. Da haben wir eigentlich auch schon viel geschraubt. Ja, in der Zeit hat der Dominik dann auch seinen Nissan gefahren, den S13. Ja, ich habe halt mir 2 Nissans gekauft und habe aus 2 einen gemacht, dann habe ich den von Automatik auf Schaltgetriebe umgebaut und habe auch beim Roadspeeder dafür viele Teile gekauft. Also der war immer nicht für mich da, wenn ich den angerufen habe, du Peter, ich brauche das und das oder kannst du mir da und da weiterhelfen, wenn wir nicht weiter gewusst haben, hat er auch gesagt, ja, kein Problem, krieg mal hin.
hat er dann auch alles Mögliche umgebaut an dem Motor. Alles im Motor, außenrum, andere Spoiler. Zwischenzeitlich mal zwei Motorschäden gehabt auch. Auf dem Weg zu German Race Wars zum Beispiel. Der Kolben und das Bläule unten rausgeflogen. Zündspulen raus. Zündkerzen raus. Dominik, du hast was verloren. Ich habe mal eben Julia! Ich bin Heilsbronn aufgewachsen und Neudelsau war einfach nicht meine Richtung. Ich war eher Richtung Nürnberg immer unterwegs. Ja, so die ersten richtigen Kontakte, hätte ich mal gesagt, waren in der Nachtschicht in der Disco in Nürnberg. Eine Freundin von mir hat in der Disco gefeiert und wir waren beide eingeladen. Ich habe den Klaus noch nicht gekannt und eine Freundin von mir war auch mit dem Klaus befreundet und ist dann mit ihm zusammen hingefahren und hat eben gefragt, ob sie mich auch mitnehmen sollen. Und auf jeden Fall bin ich dann mitgefahren und habe dann auch zufällig meine Jacke bei ihm im Auto vergessen. Das heißt, ich musste nochmal Kontakt mit ihm aufnehmen, um meine Jacke wieder abzuholen. Und ja, dann hat sich das halt so alles halt ergeben, ne? Ja, und dann hat es sich halt so entwickelt, haben wir uns halt immer öfter getroffen. Ich war dann mal bei ihm, wir waren dann mal was essen und so sind wir eigentlich dann, ja, zusammengekommen. Wo ich ihn kennengelernt habe, hat er schon einen M3 gefahren, einen E46 damals noch. Und mir war eigentlich überhaupt nicht bewusst, auf was ich mich einlasse. Also ich habe auch wirklich Aulitzki vorher noch nie gehört und wusste eigentlich gar nicht, dass der Klaus in so einer autoverrückten Familie aufwächst. Wir waren dann auch gleich im ersten Jahr auf German Race Wars. Und ja, so bin ich eigentlich mit angesteckt worden, mit einem Autofieber. Ist ein wenig eng, Wolfi, hä? Hey! Okay. Das hat sich irgendwann entwickelt, dass der Klaus gesagt hat, ich will jetzt einen Schriftzug. Und dann habe ich halt gesagt, ja, pass auf, ich guck mal. Er hat damals noch nicht so versiert mit den ganzen technischen Möglichkeiten und hatte an dem Tag auch nicht wirklich einen Kreativen, muss ich sagen. Hab dann in 5 Minuten das irgendwie gemacht, hab's ihm gezeigt und er so, ist okay, können wir machen, taugt, passt schon, kann man irgendwann überarbeiten. Ja, und irgendwie seitdem ist es hängen geblieben. Jetzt sehe ich Leute rumlaufen mit einer Mütze auf oder einem Pulli an, wo ein Schriftzug drauf hängt, den ich gemacht habe, was echt komisch ist. Aber ich bin auch stolz drauf. Das ist jetzt nicht das aufwendigste Schriftstück aller Zeiten. Ja. Ich meine, wenig Kenntnis, wenig benutzte Zeit, aber irgendwie ist hängen geblieben. Ich meine, das klebt jetzt auch auf einem riesen Gebäude drauf, wo man es aus 2 Kilometern noch lesen kann, wenn man gute Augen hat. Also irgendwas muss ich richtig gemacht haben, glaube ich. Ich habe auf meinem Auto zum Beispiel noch die allererste Generation von Aulitzki Tuning Aufklebern, wo das Tuning noch in Chrome ist. Und der bleibt, bis er abfällt. Dann brauche ich einen neuen. Nachdem ich mitbekommen habe, dass jemand das Logo ändern wollte, habe ich es selber nochmal probiert. Aber wenn, dann muss das komplett geändert werden, was der Klaus, glaube ich, aber auch gar nicht will. Und deswegen ist dieser Schriftzug, dieser 5-Minuten-Schriftzug für die Ewigkeit. Dann hat der Klaus in so einem M-Forum damals sich wegen mir eingeschrieben, weil er hat einen M3 E46 gehabt. Und dann kamen dann die ersten M-Fahrer eigentlich so gesehen. Und dann kam eins zum anderen. Auf einmal kam jede Woche mehr, immer mehr. Und ja, dann war das schon fast normaler Alltag eigentlich für uns.
Die Leute aus dem M-Forum zum Beispiel waren da ja schon ganz viele da. War halt immer so 92 M3 tiefer legen, Spurplatten. Das war so der Running Gag damals, wo wir gemacht hatten. Auch schon ein bisschen Pleulager zu dem Zeitpunkt halt einfach. Und ja, dann ging das halt da eigentlich so richtig los damit. Das war ein paar Jahre, sagen wir, bevor wir uns kennengelernt haben. Der Alex, der ist mit seiner Freundin gekommen, abends um 6:30 oder 7 nach Feierabend. Hat kaputte Bremsen gehabt und dann haben wir das nachgeschaut und glaubt, macht. Habe ihn Klaus dann erzählt. Die hat dann erwähnt, dass der Alex filmt und sowas und auch ein bisschen was mit Autos macht. Irgendwann kam der Klaus zu mir abends und hat gesagt, ey, ich habe jemanden kennengelernt, der arbeitet für die Autobild Sportscar. Vielleicht kann man mit dem irgendwas starten, wegen Videos und Filme machen. Der macht richtig geile Sachen. Und so ging es dann eigentlich auch, glaube ich, schon los. Und so einen Tag später oder zwei Tage später, glaube ich, waren wir schon auf so einem Autohof gestanden bei den Tuning-Treffen. Haben dann auch schon einfach lustige Aufnahmen gemacht. Ja, an den Tag kann ich mich auch noch erinnern. Mit dem Schweizer Fake-Taxi. Da, wo der Alex auch das erste Mal gefilmt hat. Wir haben halt einfach angefangen zu filmen und wussten auch noch gar nicht, was wir jetzt wirklich daraus machen sollen. Der Alex war natürlich am Anfang auch nicht so autoverrückt. Der wurde natürlich auch vom Klaus infiziert und wurde auf alle möglichen Treffen mitgeschleppt zum Video machen. Ja, ja. Wir wollten dir nur noch mal viel Spaß bei der Oma wünschen, gell? Ja, auf jeden Fall, der Alex filmt schon die ganze Zeit. Yeah. Und dann ging das halt so Step by Step, halt eins nach dem anderen, ne? Und so hat sich das dann halt alles entwickelt. Ja. Der erste YouTube-Film, an den ich mich erinnern kann, das war der, als die Jungs den M2 gekauft haben. Und ja, damit ging das Ganze auch eigentlich richtig los. Dann haben sie den M2 da gehabt, die Jungs. Kommen wir dann zum Vesper irgendwann, ne? Kurz vor Essen Motorshow, 6 Wochen davor. Auf jeden Fall sagen sie zum Vesper, ja, was machen wir jetzt Essen Motorshow? Dann sagen wir, ja, was wollt ihr noch machen? Naja, so ein M2 mit einem M4-Motor, wir bringen sowieso nicht mehr PS raus. Und es langt eigentlich nicht, ne? Dann sagen die, ja, so gut, bauen wir einen M4-Motor rein. Naja, immer halt nur wegen Umbauer und Zeuger geworden. Also, hey, schau doch mal auf den Datum, ich schaff das doch gar nicht. Dann sagen die Jungs, ja, schaffen wir. Klaus ans Handy, wegen rumgerufen, ah, ich hab schon einen Motor. So, gleich nach dem Vespa hat er schon einen Motor gehabt, ne? Dann sind die abends in die Werkstatt rein, nach Feierabend um 7 Uhr und haben bis Mitternacht den Motor rausgebaut. Nächstes ist der Motor gekommen, dann haben die den Motor umgebaut, ne? Das erste große Projekt der M2, ja, da haben wir alles neu entwickelt, von Software über Downpipe, über ja, Ladeluftkühler mit Wagner zusammen. Ja, und dann hatten wir nur noch 3 Wochen bis zur Essen Motorshow. Und dann haben wir uns gedacht, naja, so ein M2 ist schon cool, aber es muss einfach nur in die Fresse hauen halt, ne? Und ja, und dann kam eins zum anderen und dann lag ein paar Stunden später der M4-Motor da. Und am nächsten Tag ging es dann schon los halt, ne? Jeden Tag nach Feierabend Nachtschichten gemacht. Lauter Chaoten halt. Ja. Und die schaffen das eh nie, weil das war ja nur noch ein paar Wochen, ne? Ja. Aber die haben da eigentlich Tag und Nacht an dem Auto gearbeitet und sie haben es geschafft. Alle miteinander. Und dann nach 2 Wochen war die Kiste halt komplett umgebaut. Ja, und dann kam eins zum anderen, hat uns der Yusuf von Hido Performance auf die erste Modeshow eingeladen. Als ich mit dem Klaus zum ersten Mal gesprochen habe, das war so ungefähr 2015, glaube ich, da kam uns die Idee, eine Doku über die Geschichte der Aulitzkis zu machen. Wir
haben ein bisschen Material gesammelt und es wurde halt irgendwie immer mehr. Ich habe die Familie sehr gut kennengelernt und dann war so die Frage, wann schneiden wir da jetzt eine Doku draus? War halt schon irgendwie untypisch, vor allem für den Bereich Tuning. Immer jemand mit der Kamera dabei, es wird viel Material produziert, aber am Ende gibt es halt auf YouTube oder auf Facebook einfach kein Video. Ja, irgendwann wächst halt einfach der Druck, wenn viele Leute nachfragen und daraus ist dann eben das YouTube-Ding entstanden. Es hat halt echt niemand für möglich gehalten am Anfang, dass das Ganze mit Aulitzki Tuning so durch die Decke geht. Ja, man musste halt gucken, das ist alles enger geworden bei uns. Einfach zu viel Auftragslage und wir wussten gar nicht mal, welches Auto wohin. Nachbarn haben sich beschwert, weil die Autos bis ganz hinter in der Straße gestanden waren. Und da haben wir dann gesagt, jetzt müssen wir irgendwas tun. Ja, und dann haben wir lange, lange geredet, geschaut, was wir machen können. Was die beste Lösung, ob man neben uns das Grundstück kauft an der Werkstatt, war aber dann auch zu klein, wie man jetzt schon sieht. Es platzt ja aus allen Nähten da in der Tuning-Werkstatt. Ja, und dann haben wir uns eigentlich entschieden, dass wir die Firma trennen müssen, ja. Ja, das war schon schwierig. Wie dann so 2-3 Jahre, wie wir jetzt dann da angefangen haben, dann haben wir wirklich gemerkt, boah, jetzt wird es draußen eng, ne? Ah, in der Werkstatt. Wie soll es überhaupt mit Aulitzki Tuning weitergehen? Da KFZ Aulitzki, der Standort einfach zu klein ist, kaum Parkplätze sind, dann mitten in der Ortschaft in der 30er-Zone. Weil ich immer gesagt habe, die Werkstatt kriegen entweder alle miteinander oder halt niemand. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir machen, dass wir trotzdem eine Familie bleiben. Und dann da hat er Klaus gesagt, nee, er will sein eigenes Ding machen. Und dann hat der Domi gesagt, er tut lieber Tuning schrauben. Und der Daniel hat dann gesagt, dann macht er seinen Meister und macht die Werkstatt weiter. Sie müssen sich auch verstehen, nicht? Weil irgendwie braucht immer jeder jeden, ne? Egal, was einmal kommt, so besser aufgezogen. Alle drei. Ja, von nichts kommt nichts. Und man muss halt auch irgendwo schauen, dass die Kunden zufrieden sind, dass die Qualität auch noch stimmt. Und deshalb dann alles unter einen Hut zu bringen, das ist schon schwierig. Aber es funktioniert meistens. Ne? Also, wir haben wenig Reklamationen, bis fast gar keine. Klar hat mir das Tuning auch gefallen, aber war mir jetzt auch nicht so wichtig, dass ich jetzt sagen muss, gut, wir müssen jetzt ein Geschäft aufgeben dafür. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich werde auf jeden Fall die Kfz-Werkstatt übernehmen und werde das weitermachen, dass man auch in beiden Sachen einfach weiterkommt. Dann kam das halt zustande, dass wir gesagt haben, ja okay, der Daniel und mein Vater, die machen das Kfz weiter und der Klaus und ich machen das Tuning weiter. Ja, ich denke so auch, wenn man jetzt einfach nochmal zurückblickt, die letzten Monate waren halt krass. Auch meine ganzen, sag ich mal, Freunde, Family haben alle auch mitgezogen, halt auch. Auch Team Aulitzki Tuning, muss man sagen. Es sind wirklich, sag ich mal, Kunden oder gute Freunde mittlerweile. Und muss halt an der Stelle auch nochmal wirklich dieses große Dankeschön einfach nochmal aussprechen, dass uns einfach alle so krass halt supporten, einfach immer halt da sind und sei es auch nur irgendwie seelische Unterstützung manchmal leisten halt einfach oder auch einfach meine Freunde kommen und irgendwie unsere Kunden halt bespaßen so, sich da hinstellen und halt stundenlang irgendwie sich mit den Kunden unterhalten und da halt einfach wirklich auch Kontakte oder halt auch Freundschaften schließen. Und an der Stelle auf jeden Fall ganz großes Dankeschön. Ich denke erstmal so Julia und Domi für die letzten Monate, dass die so hart durchgezogen haben. Die waren ja echt Tag und Nacht einfach auch mit da, haben immer Gas gegeben. An meine Eltern, an Dani natürlich auch, an die ganze Family halt einfach, die so was mitgezogen hat. Dann die ganzen Freunde, die auch immer da waren von mir einfach, die immer Gas gegeben haben auch. Und das Ganze drumherum halt einfach, also echt großes Dankeschön. Ich weiß das mega zu schätzen. Sie hat schon immer viel gearbeitet. Ne? Und ja, das bekommt man natürlich schon mit. Und dann sieht man halt auch, was man
was man erreichen kann. Na, ganz am Anfang, das habe ich mir nie so verstanden, dass man da halt jetzt mehr BS braucht und das Chip-Tuning. So hat es ja eigentlich angefangen mit dem Chip-Tuning. Ne? Da sind wir der Peter gekommen und hat es gemacht, bis der Klaus das halt dann selber gemacht hat. Ja. Also ich habe nicht daran geglaubt, dass es so groß wird. Foodporn ist das. Nachdem die Doku jetzt fertig ist, kann ich abschließend eigentlich nur sagen, dass ich es richtig großartig finde, dass ich die Aulitzkis kennengelernt habe. In ein paar Jahren fahren wir mit so einem Ferrari. Da bin ich dabei. Oh, let's get tuning. Guten Morgen. Morgen, auf geht's. Morgen im Ring. Servus, wir fahren heute an der German Supercar-Ring mit. Da sind tausende von Autos, von Maserati bis BMW. Ja, schaut einfach zu, genießt es. Wie wir die Lambos abziehen. Wie wir alle abziehen. Spaß. Wir sehen uns. Viel mitbekommen vor dem Autozeug und naja, Klaus ist schuld, ich bin dran hängen geblieben. Früher war es halt auch so, dass da schon gesagt worden ist, ja, das waren halt bei Mama und Papa. Aber die wenigsten sehen eben, dass sie von früh bis spät in die Nacht und auch Wochenende, wenn es sein muss, auch Sonntag durch, permanent in der Werkstatt stehen und eben ihr Ding machen. Richtig krasse Tiefs, es gab richtig krasse Höhen. Wenn man überlegt, dass eigentlich am Anfang unser Vater eigentlich so alleine da stand, er hat uns nie irgendwie gezwungen, das zu machen. Es kam von ganz alleine, weil es dann einfach irgendwie dann doch im Blut lag, einfach so, weil es einem gebockt hat, da rumzuschrauben. Die Familie war schon immer wichtig eigentlich. Man hat schon immer zusammengehalten. Ne? Der Vater hat uns das auch so beigebracht, halt, dass wir auch zusammenhalten müssen. Ne? Wir wären wahrscheinlich alle gar nicht so weit gekommen, wenn dann einfach Familie, Zusammenhalt einfach da wäre. Ich denke, das hat uns am Ende des Tages auch irgendwo weitergebracht in unserem Leben, dass einfach der Zusammenhalt gestimmt hat. Auch wenn man sich einfach mal familienmäßig ab und zu mal die Rübe einschlägt, ist es dann halt am nächsten Tag wieder vergessen und dann geht es halt auch wieder weiter. Und dann gibt man Gas, aber ich denke so, ja, der Zusammenhalt ist halt einfach brutal und dann kann man halt auch einfach dementsprechend halt auch richtig was reißen. Also man hat das ja gesehen, wie weit wir jetzt als Familie gekommen sind, denke ich mal. Aber es gab auch krasse Zeiten. Also. Da wo ich mal so krank war, der Klaus war der Erste, der gesagt hat, komm, ich übernehme das alles, ich schmeiß den Laden und dann bin ich vom Krankenhaus heimgekommen und dann hat er mich nicht mal in die Werkstatt gelassen, auch die anderen Jungs. Die haben alle gesagt, ey Vater, bis dahin und weiter nicht. Und sowas, das tut dann im Herzen richtig gut. Ich sage mal so, der Zusammenhalt ist richtig, richtig stark, muss ich sagen. Ich kenne es bei keiner anderen Familie, wie es jetzt da so läuft. Ja, das Ganze ist, muss ich echt sagen, mit den drei Jungs und auch die Mädels, wo hinter die Jungs stehen und die Heike, wenn ich die jetzt so nicht gehabt hätte, ne, muss ich echt sagen, was gar nicht wieder das Geschäft machen hätte können. Ne. Also dass es halt so weit geht, wie es jetzt aktuell ist, also ich hätte mir das eigentlich nie erträumt. Also das war ja eigentlich gut, wir hatten schon immer viel Arbeit und alles, das war schon eigentlich immer gut bei uns. Aber irgendwie ist das jetzt, was so die letzten Jahre auch irgendwie passiert ist, also auch schon vor 3-4 Jahren, einfach nochmal alles so durch die Decke gegangen und jetzt auch nochmal durch die Decke, also von Jahr zu Jahr, irgendwie einfach nochmal explodiert. Also ich hätte nie damit gerechnet, dass das mal wirklich so Überhand nimmt. Dadurch, dass die Aulitzkis immer schon irgendwie Anlaufpunkt waren für irgendwelche Autoverrückte, hat man da auch ganz viele Freundschaften geschlossen. Ich muss ja echt sagen, so Hashtag Team Aulitzki ist eigentlich mittlerweile eigentlich so der Zusammenhalt, auch von den Kunden einfach so der Support, wie uns alle halt supporten, hypen. Ich finde das mega krass, wie das halt einfach abgeht. Das hat mittlerweile schon irgendwie so auch noch außerhalb von unserer Family halt auch schon eine große Family von uns einfach gewonnen. Und ich denke so, wenn wir das einfach so beibehalten und da einfach noch ein bisschen
wieder Normalität reinbringen, dann bin ich super happy und das wäre echt noch irgendwie so ein Traum. Auch nochmal danke an dich, Thomas, dass wir alle Freiheiten hatten in deiner Werkstatt. Das ist so schnell gegangen, die 30 Jahre, das ist Wahnsinn. Im Hintergrund war eigentlich die Mutter der Chef so. Hat eigentlich immer alles gemanagt, was der Vater vergessen hat. Ich denke, dass der Beruf dann halt alles Spaß macht. Du musst es halt einfach im Blut haben und leben, das Ganze. Ne? Ja, wie gesagt, man hat sich viel gegenseitig geholfen. Die waren immer für die Autos da. Wenn sie so irgendwas gehabt haben, dann waren die auch da. Also das muss man erst einmal miterleben, dass man solche Menschen und Leute hinter sich hat. Es gibt, glaube heutzutage wenig. Zu geben und nehmen. Ja, es hat sich eigentlich nie verloren, die Freundschaft. Ob es der Klaus war, der Dominik oder der Dani am Basketballplatz. Ich kenne alle drei. Wir haben schöne Zeiten hinter uns. Und es soll einfach so weitergehen. Ja, zu 30 Jahre Olitzki. Also, es war eine wilde Zeit. Ich bin jetzt auch schon 30. Also, ich habe es live mitbekommen. Ist schon auf jeden Fall verrückt, jetzt, wie das alles so passiert ist. Start mit Protonen. Ende BMW. Ja, war spannend schon. Geile Zeiten auf jeden Fall. Hätte nie gedacht, dass das einmal so einschlägt. Oh yeah. Yo, let's do this. Got picture, homie, rolling. Let me offer my condolences. You don't know just how I'm doing. And the silence golden broke, cause they know I'm for talking fluent. Got them under the influence, the truest, talking to them. But it's on your ego, bumping to my music, I'm a shoo-in. I just doing good today, gonna have to get explicit. I got love for rappers like I do for my fucking ex-bitches. And I got that past, though, I'm gonna ask permission if I could kick it. Checking a repertoire, I got that rep on par with the best who did it. Let's get it how I'm living. Shout out to the ones that with them. Think that I wanted a ransom with ends gold dog when I'm in the building. And it kind of ironic, who would've thought that I'd be the hottest? Never came close to being no bitch, but you know Snow was a fucking product. Tell me who won it. Not what you want, it's bound to be iconic. Baby, you got it. Let me get that love and that's 100, taking the proof on it. But I'm in the spot and I catch the feeling, raising the roof on it. You know that we going to pop the head. Did it for the West Coast, did it better than most. Did it with a little soul, couldn't do it alone. So I did it for the squad, now we doing the talk. You know I did it for Detroit, that's why they see me hustle hard. I got the driver, muscle cars and work ethic on my father. I got respect to God. Du schaffst drauf, dann hast du 250, geht doch nicht normal. Alter, da fällt ein Ei aus der Hose raus, das gibt's doch gar nicht. Making the sound, I'm living proof, it turning on you, we been holding it down, but still I put on for my city, man, I put on for my city. Yo, I put on, I suggest you paying dues and you getting busy. Ain't the one to put on anyone that has been riding with me. Whether they friends or they enemies, gonna have to miss me, dog. We bout to hit, did it for the West Coast, did it better than most. Did it with a little soul, couldn't do it alone. So I did it for the squad, now we doing the toast. You know I did it for Detroit, that's why they see me hustle hard. I got the driver, muscle cars, and work ethic of my father. Y'all respect him cause you gotta, love to hate him, but you oughta. Know you gotta give him props for the way he kept on riding. Now it's fire, 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 I'ma burn it down. These haters all can get the noose, they plan on hanging around. I'm letting loose. When they see me, they ain't making a sound. I'm living proof, they turning on you, we been holding it down. But still I put on for my city, man, I put on for my city. Yo, I put on, I suggest you paying dues and you getting busy. Ain't the one to put on anyone that has been riding with me. Whether they friends or they enemies, gonna have to miss me, dog. We bout to hit.